Wir besuchen heute die Schobermesse 2022. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus der Stadt Luxemburg. Ja, ich bin heute mal in keinem Freizeitpark, sondern stehe hier vor der größten Kirmes bei uns in der Region, die Schobermesse in Luxemburg-Stadt. Bis zum 9. September könnt ihr noch hier hinkommen und eine wirklich sehr, sehr große Kirmes besuchen. Ich hoffe, dass es vom Ton geht. Es ist natürlich hier ein anderes Klangfeld als in einem Freizeitpark, aber ja, wird schon gehen. Wir machen heute einfach mal einen Rundgang. Ich zeige euch so ein bisschen, was ihr alles hier so erleben könnt, was es vielleicht zu essen gibt, welche Attraktionen es gibt und. Einfach mal was anderes und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich auch. Ja, hier stehe ich jetzt auch schon am Eingang der Schobermesse. Da seht ihr schon ein bisschen Achterbahn. Hier kommt gerade die Straßenbahn reingefahren. Das Besondere hier in Luxemburg an der Straßenbahn ist, dass es tatsächlich führerlose Straßenbahnen gibt. Also hier habe ich jetzt vorne jemanden drin sitzen sehen, aber es gibt auch welche, die wirklich komplett alleine fahren, also etwas spooky. Aber Luxemburg ist ja sowieso letzte Woche zum reichsten Land der Welt ernannt worden, also von daher, die können sich das leisten. Ihr seht jetzt hier im Moment das Eingangsportal. Das Eingangsportal ist tatsächlich so, dass sich das auch in jedem Jahr ändert. Also das wird immer angepasst und steht auch schon meistens ein, zwei Wochen, bevor die Messe überhaupt losgeht, dann hier und ist so eine Art Markenzeichen. Und früher, wenn ich als Kind hier hingefahren bin und meine Eltern hier schon am großen Platz de Glacis vorbeigefahren sind, da war ich immer schon ganz happy, wenn ich dieses Schild gesehen habe. Ja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal durch und schauen mal, was uns denn so in diesem Jahr erwartet. Ja, ich stehe jetzt hier vor Dämonium. Wird ja vielen Kirmesgängern ein Begriff sein. Ist, glaube ich, die größte transportable Geisterbahn Deutschlands, wenn es mich nicht täuscht. Seht ihr, in so Viererwägen fährt man da durch. Ist schon ziemlich cool, auch von der ganzen Aufmachung, wie ich finde. Und was ich beim Dämonium immer noch ziemlich gut finde, ist, es gibt da so einen Modellbausatz von der Firma Faller. Und ich bin ja so ein Geisterbahn-Fan und habe mir immer überlegt, mir den irgendwann mal zuzulegen, obwohl der sehr, sehr teuer ist. Aber naja, was macht man dann mit diesen Modellen, wenn die dann so im Regal stehen? Also von daher, ja, habe ich bis jetzt immer darauf verzichtet. Natürlich darf auch eine Achterbahn nicht fehlen. Hier haben wir die Wild Maus. Also für alle Kirmesgänger. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer der Hersteller ist und wem dieses Fahrgeschäft gehört, etc. Das ist ja gar nicht mein Metier, in dem ich mich hier bewege. Aber ich weiß, im letzten Jahr gab es ja dann Fun um Glacis. Das war die Schobermessen-Alternative. Und da stand tatsächlich der Olympia-Looping hier und die Alpinerbahn.
Pandemonium ist nicht die einzige Geisterbahn, die hier steht. Wir haben hier noch Train Phantom, also Geisterzug, auch eine Geisterbahn. Ja, etwas schlüpfrig, wie ihr hier vorne sehen könnt. Die steht hier tatsächlich, glaube ich, immer. Also gehört auf jeden Fall zum Inventar der Schobermesse mit dazu. Natürlich darf auch eine Wasserbahn nicht fehlen. Hier steht Big Splash. Direkt hier am Hangover Tower und am Booster Max. Ja, schaut mal an, einen Hauch von Disneyland Paris gibt es hier auch. Die verrückten Teetassen. Also so klein wie die hier sind, müssten wir uns schon jeder eine einzelne Tasse nehmen, glaube ich, um darauf Spaß zu haben. Aber ja, ganz cool. Wenn wir jetzt hier mal weiterschauen, stehen wir schon an der Bayernkurve. Und das ist tatsächlich eins der Karussells, der Attraktionen, die ich damals auch sehr gerne gefahren bin. Denn die nimmt so richtig Fahrt auf. Also wir sehen es gleich, also jeden Moment müsste sie eigentlich losstarten. Dann können wir mal schauen, wie schnell die hier ihre Runden dreht. Richtig, richtig cool. Jetzt habt ihr schon mal ein paar Aufnahmen hier gesehen aus Luxemburg von der Schobermesse. Es geht aber immer noch weiter. Es ist heute Mittwoch und es ist Familientag. Das heißt also, die Preise sind reduziert. Was aber hier in Luxemburg nicht bedeutet, dass es günstig ist. Also, wenn ihr vorhabt, hier einen Ausflug hinzumachen, dann packt auf jeden Fall genug Geld ein. Also, Luxemburg ist nicht umsonst das reichste Land der Welt. Von den Fahrchips hier geht es eigentlich noch. Hangover kostet jetzt zum Beispiel, das ist der Freifallturm, heute am Familientag 5 Euro. Ich glaube, das ist fast so ein Normalpreis bei uns an einem normalen Tag. Also ist auf jeden Fall kein günstiger Spaß hier, aber es ist schön, es ist sauber und das Publikum, was hier rumläuft, ist ziemlich angenehm. Also von daher, man kann ruhig mal vorbeischauen. Aber wie gesagt, packt ein dickes Portemonnaie ein. Tja, vielen Europa-Park-Fans wird ja hier bei dem Anblick von Riesenrad Bellevue sicher das Herz aufgehen. Es ist ja das Riesenrad, was zur Weihnachtssaison immer im Europa-Park steht, wenn dort bei Atlantica Super Splash, das wollte ich sagen. Im letzten Jahr bin ich da auch mit Simone und Brina drauf gewesen. Das war ja das Riesenrad, wo Brina so einen kleinen Nervenzusammenbruch drauf bekommen hat, weil es so geschaukelt und so geknackt hat. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Riesenrad, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Schobermesse, also die begleitet mich auch tatsächlich schon seit meiner Kindheit. Also es war damals immer schon ein Highlight, wenn wir dann, meistens war es dann sonntags hier hingefahren sind zum Mittagessen so. Es waren aber damals auch noch ganz, ganz andere Zeiten und auch preislich war es da auch echt noch anders, als es heute ist. Es ist auf jeden Fall schön, dass die Kirmes so wieder zurück ist. Damals war ich ein riesengroßer Kirmes-Fan, also ich habe damals tatsächlich keine Kirmes ausgelassen. Heute ist das so anders, wenn ich zufällig irgendwo dran vorbeikomme oder wenn es irgendwo ist in der Stadt, wo ich gerade bin, dann gehe ich auch gerne mal hin, aber
Dass ich gezielt irgendwo hinfahre, ist eigentlich relativ selten geworden. Das steuere ich mittlerweile lieber tatsächlich Freizeitparks an. Ja, gut die Hälfte haben wir jetzt hier geschafft über den Platz. Eigentlich hatten wir auch vor, was zu essen, aber es ist tatsächlich so warm. Es sind 32 Grad und es ist einfach dann nicht so schön, sich irgendwo hier hinzustellen und zu essen. Außerdem, es sind überall Wespen. Überall sind Wespen, klar, wo es gibt überall Süßigkeiten, es gibt ganz viele Sachen mit Waffeln, Eis etc. Die tummeln sich hier überall, von daher nicht so wirklich angenehm, dann vielleicht doch lieber nachher zu Hause, wo es ein bisschen angenehmer ist, was essen. Ich habe es gerade schon in meiner Story gesagt, Luxemburg ist das reichste Land der Welt, aber wir haben bei uns auf dem Dorf viel, viel besseres Internet als hier in der Hauptstadt Luxemburg. Also, Internet hier ist eine Katastrophe. Wie eben schon erwähnt, gehört ja das Riesenrad Bellevue mit zum Europapark, also wenn es ums Winter geht, also um die Weihnachtssaison. Und tatsächlich sind hier auch Mülleimer aufgebaut mit Europapark-Werbung. Ich habe ja erwähnt, dass heute Familientag ist und auch hier gibt es natürlich Preise zum Familientag. Und zwar kostet hier eine Fahrt heute 5 Euro. Ja, ich habe mich da ein bisschen vertan. Ich habe gedacht, wir hätten doch noch nicht alles gesehen, aber wir haben alles gesehen. Die Schubermesse ist auf jeden Fall geschrumpft. Im letzten Jahr gab es ja gar keine. Das war ja dann nur so ein Schubermessenersatz. Es war noch ein bisschen kleiner als jetzt. Davor das Jahr war, glaube ich, gar nichts. Und davor das Jahr war die letzte richtige Schubermesse. Und die war doch noch um einiges größer als jetzt. Also wenn ihr hier aus der Region kommt, schaut gerne mal vorbei. Wie gesagt, bringt euch ein dickes Portemonnaie mit. Ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Es ist sehr schön auf jeden Fall. Es ist alles sehr sauber und alle sind sehr freundlich. Aber von weiter her weiß ich jetzt nicht, ob sich die Anreise unbedingt lohnen wird. Das müsst ihr halt eben selbst entscheiden. Wenn ihr die absoluten Kirmesfans seid und es ist ein Muss, die Schubermesse zu besuchen, dann kommt auch in diesem Jahr vorbei. Für alle anderen in eurer Nähe wird garantiert auch die nächste Kirmes kommen und dann geht ihr lieber dann dahin. Ja, es ist trotzdem schön, gerade mal so einen Nachmittag oder so hier drüber zu schlendern. Gegessen habe ich jetzt nichts. Wie gesagt, es ist einfach viel zu warm. An der Gastronomie war auch sehr, sehr wenig los, obwohl vom Betrieb her heute gar nicht so wenig hier los war durch den Familientag. Ob ich jetzt nochmal in den nächsten 2,5 Wochen hier hinkomme, ich glaube es eher nicht. Manchmal sind wir da tatsächlich 2 oder 3 Mal hier hingefahren, aber ich denke eher mal nicht, weil es geht ja auch schon bald wieder nach Disneyland und ja, mal schauen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann natürlich auch über ein Abo. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder, schon am Sonntag, mit der Vorstellung vom Tactical Upgrade vom Spider-Bot. Also schaltet auf jeden Fall am Sonntag wieder ein. Bis dahin, bye bye.